past years, we've seen a lot of talks about how to act devices that allow us to authorize access to a building. We've seen lock picking. We've seen how to break into RFID doors, but we haven't seen how to break into intercom devices. And Sebastian here today will tell us more about that. He's a security researcher, and he's really interested into radio. So give him a big warm round of applause. Thank you very much. And thank you for attending this presentation. So we talk about wir werden über das den Angriff von ich arbeite für Synective. Das ist eine Telekommunikations, die macht WLAN und GSM, und wir machen Penetration Testing. Das ist Spear Phishing und Remote Access und auch physikalische Eingriffe in die Systeme, in die Gebäude. Also ein Gerät in dein Netzwerk einzubringen und einzuschließen. Und diese Anlagen sind die Schlüssel in das Gebäude. Aber das größte Problem, wenn wir in Gebäude betreten wollen, ist, okay, wir brauchen nicht immer einen Weg. Wir brauchen manchmal einen Weg ins Gebäude. Wir kennen soziales Engineering, wir kennen eine andere Zahl von technischen Angriffen. Aber wie ist es mit Intercoms? Die haben wir uns noch nie angeschaut. Mit diesen bekannten Werkzeugen, mit Schlüsselknacken und so weiter. Und Intercoms sind sehr interessant, weil wenn man nicht erkannt werden möchte, jedes Mal, wenn man versucht zuzugreifen, wenn man ein Gebäude in der Nacht betreten möchte, und wir wollen wie ein Ninja in ein Gebäude eindringen. Wir wollen dieses System hacken, um in das Gebäude reinzukommen. Intercoms können auch benutzt werden, um auf Kommunikation auf der Straße mitzuschneiden. Und das könnten damit sogar Geld machen. So ein bisschen komisch, aber es macht viel Spaß. Und außerdem gibt es viel Spaß, das man haben kann mit solchen Geräten. Außerdem ist dieser Vortrag hauptsächlich über praktische Angriffe auf Intercoms, aber es beinhaltet auch andere Geräte, die dieselben Systeme benutzen, dieselben Techniken benutzen wie neue Intercoms. So, Intercoms heutzutage haben viele Möglichkeiten. Wir können ein Passwort eingeben, wir können einen Anwohner anrufen, um die Tür zu öffnen, aber heutzutage können wir auch sehen, dass Mitbewohner auf ihrem Telefon angerufen werden können. Und wenn dort angerufen wird, dann wird eine Mobiltelefonnummer benutzt, um von der den Bewohner anzurufen. Also Sicherheit, wir haben uns gefragt, wäre es möglich, mit diesen Intercoms zu spielen? Können diese Geräte benutzt werden? Können wir das machen? Also wir haben bei den Herstellern angerufen, und ist nichts passiert. Und dann haben wir geschaut, vielleicht können wir den Flash auslesen, vielleicht mit anderen in der Straße. Also vielleicht müssen wir die Tür Dinge auseinanderbauen, aber das wäre nicht gut. Oder wir können Mobilangriffe machen, weil das Internet ein Mobiltelefonnetz benutzt. Und ich werde jetzt dieses Intercom, das wir uns ausgesucht haben, vorstellen. Das ist Sprachkommunikationsgerät und eines der ersten Intercoms, die Handynetzwerk benutzen. Und man kann einen Benutzer anrufen, um die Tür zu öffnen. Es gibt unterschiedliche Intercoms. Es gibt zum einen einfache Zahleneingaben. Auf der rechten sehen wir, dass die numerischen Stellen abhängig von jedem ist. Man hat zwei Kabel für die
Strom und zwei Kabel für die Daten und keinen weiteren für jeden einzelnen Organisation. Das ist deutlich einfacher, weil man nur nicht so viele Kabel hat und die Kommunikation kann auch über Handynetze und WLAN eingerichtet werden. Wir haben uns nur 3G und 4G angeschaut. Die vereinfachte Architektur von dem Intercom, es gibt zwei. Das ist die erste von diesen Architekturen. Was wir hier sehen, ist, dass die mit einem Mobilfunknetzwerk durch ein BTS verbunden ist. Und wenn jetzt ein Besucher die Tür öffnen möchte, ruft er den Bewohner an durch die Intercom auf dem Handy des Bewohners und der Bewohner kann dann das Telefon abnehmen und die Tür öffnen. Und das Zweite ist, dass zusätzlich noch die Intercom mit einem zentralisierten Server eingerichtet werden kann. Im ersten Fall, wenn der Bewohner die Intercom einwenden möchte, dann kann er nur sein Telefon benutzen, um das Befehl zu senden und sendet den Befehl, um einen Bewohner zu dieser Telekom Kommunikationseinheit hinzuzufügen. Aber in diesem Fall kann ein Administrator zum Beispiel eine Webseite benutzen, um die Türklingel zu konfigurieren. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel und dann die Maschinen-zu-Maschinen-Architektur. In Frankreich haben wir fünf Marken, die relativ bekannt sind. Es ist Comilit, Intraton, Norsay und Umed Captiv. Die kosten viel Geld. Es beginnt bei 2000 Euro und es gibt und je mehr Bewohner man hat, desto teurer wird es. Zuallererst haben wir die Linkcom benutzt. Die wird auch in privaten Residenzen in Paris benutzt, in privaten Wohnungen. Und zum ersten Mal schauen wir uns ausschließlich diese Linkcom an. Und später möchte ich auch andere Intercoms anschauen, die auch in vielen Gebäuden verwendet werden heutzutage. Außerdem werde ich darüber reden, wie man diese Intercom erkennt, wenn man den Bildschirm anschaut oder wenn man die Tastatur anschaut. Und manchmal kann man da schauen, dass man ein 3G-Modul hat, das teilweise außerhalb des Gebäudes aufgehängt wurde. Und dieses 3G-Modul hat drei LEDs, die die Qualität des Empfangs anzeigen, also die Mobilfunkqualität anzeigen. Und wenn wir dieses Ding sehen, dann können wir vermuten, dass das Mobilfunknetzwerk benutzt und das ist wahrscheinlich. Und das ist gut, wenn man das weiß, dann kann man das vielleicht angreifen. Außerdem, warum mache ich diesen Vortrag? Weil vorherige es weniger vorherige Vorträge dazu gibt und wir wissen, dass sie Handynetze benutzt, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, die Tür zu öffnen. Und darum können wir unsere Methoden benutzen und die Werkzeuge sind auch deutlich billiger oder bekannter. Zum Beispiel Blade RF kann für 370 Euro gekauft werden. Und die Software ist gratis. Man kann OpenBTS gratis bekommen und man kann seine eigenen Basisstationen eröffnen. Also, wenn wir jetzt mit diesen Werkzeugen eine entsprechende Basisstation. Interesting, sorry. Fact is that GSM and GPRS
GSM und GPRS haben Probleme, haben Sicherheitsprobleme und die sind da, weil es keine sichere Kommunikation zwischen dem Mobilgerät und dem Netzwerk gibt. Das heißt, nur das Netzwerk weiß, ob das Handy erlaubt ist oder nicht, aber das Mobiltelefon kann nicht überprüfen, ob das Mobilfunknetzwerk das Richtige ist oder eine falsche Basisstation. Und das ist häufig der Endpunkt für einen Angreifer. Je stärker das Signal ist mit so einer Basisstation, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Handy dazu bringen können, in unsere Basisstation sich einzuwählen. Also ein Beispiel, wenn das Handy schaut die ganze Zeit nach dem stärksten Signal. Wenn es jetzt ein Signal sieht, dass eine Basisstation ein stärkeres Signal sendet als die andere, dann wird häufig zu der anderen Basisstation gewechselt. Um nochmal zusammenzufassen, es gibt keine gegenseitige Authentifikation, das heißt, wir können eigene Basisstationen aufbauen. Die Authentifikation ist teilweise nicht verschlüsselt und Interzeption abgreifen ist möglich. Aber 3G und 4G haben deutlich mehr Sicherheiten. Sie benutzen deutlich bessere Verschlüsselung und Authentifizierung. Also wenn wir jetzt eine GSM-Station haben und ich eine 3G- oder 4G-Basisstation erstellen möchte, dann und die Basisstation 3G oder 4G benutzt, dann habe ich keine Möglichkeiten. Weil das Mobiltelefon versucht, sich mit dem Netzwerk zu authentifizieren und erkennt, dass meine falsche Basisstation halt eine falsche ist. Und wir können jetzt das dazu bringen, eine ältere Version zu benutzen. Man kann ein Protokollangriffe versuchen, aber das ist relativ komplex, weil Protokollangriffe manchmal nur eine spezifische Hardware und eine spezifische Version sich anschaut. Es dauert lange, bis man das herausgefunden hat. Und generell, wenn wir keine Ahnung haben, welches Baseband verwendet wird, welche Kommunikationshardware, dann können wir häufig recht einfach einen Jamming-Angriff machen, weil wir genau wissen, welche Kanäle verwendet werden. Auf der linken Seite sehen wir, dass ein GSM-Channel benutzt wird. Das Telefon-Handy ist zu kurz, zu nah dran, um es zu sehen. Und nach dem Jamming sehen wir, dass dieses Signal nicht mehr erkennbar ist. Das heißt, das Mobiltelefon sieht diesen Kanal nicht mehr und kann ihn nicht mehr benutzen. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein 3G-Kanal ist und es ist der einzige, dann soll das Handy 2G wieder benutzen. Das ist so ein Fallback-Angriff. In Intercoms ist es wahrscheinlich, dass Handys benutzt wird. Wir haben öffentliche Dokumentation gefunden, Entschuldigung, dass wenn das 3G-Netzwerk nicht erreichbar ist, dann werden die Intercoms in der Regel die 2G benutzen. Das heißt, wenn wir von 3G zu 2G downgraden und dann eine eigene Basisstation mit einem sehr starken Signal erstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das Zielgerät in unserem Netzwerk bekommen, um den Kanal zu brechen. Dann können wir einen Jammer im Internet kaufen. Dann gibt es sehr viele, die man auf eBay und Alibaba finden kann. Danach können wir das 2G ausschalten, um unsere eigene Basisstation durchkommen zu lassen. Und dabei kann ein paar Tricks benutzen. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe die Liste der Basisstationen in der Nähe gesammelt und danach und sende genau in diese Kanäle, die von anderen benutzt wird, gaussische, einfachen Geräusche. For example, for RFCN, use your Smocom BB, for example. But
Andere wie Osmocom benutzen, können nur GSM benutzen, weil Osmocom einfach nur GSM benutzen kann. Und hier gibt es ein paar Methoden. Man kann zum Beispiel ein Handy nehmen, das X-Goldman Baseband hat und können einen speziellen Kommunikationsinterface benutzen und dieses Werkstool benutzen, um alle Nachrichten, die gesendet werden, zu empfangen und die Antworten auch. Und auch welche Download-Indizes benutzt werden. Und dadurch kann man, wenn man halt diese Kanäle jammt, dann wird das Handy diese Kanäle einfach nicht mehr sehen. Wenn man ein Qualcomm-Baseband hat, dann hat es manchmal auch solche Interfaces. Aber wenn man ein neues hat, wie zum Beispiel oder ein Samsung-Gerät, dann gibt es eine Standardmethode, um eine Liste von diesen Kanälen zu bekommen. Dafür können Sie einen speziellen Code für Samsung-Geräte benutzen und damit kann man UFCNs sehen. Als ob man, wenn man in diesem Service-Modus ist und wenn man sich mit einem einem Apparator verbindet, dann sieht man die ganzen ganzen Kanäle, die das Mobiltelefon versucht zu benutzen. Damit kriegen wir die Liste der umliegenden Kanäle und wir wissen genau, welche Kanäle wir unterbrechen müssen. Und um das machen zu können, haben wir hier eine kleine Demo, hier zum Beispiel mit einem Hack-RF. Also, okay. Ich weiß nicht, ob es jeder sehen kann. Ich rufe eine Antwortmaschine, einen Anrufbeantworter an. An dem Anfang oben rechts sieht man das 3G-Icon-Symbol. Also ich rufe über 3G an. Und da ist mein Hack-RF. Und mit diesem Hack-RF und ich nutze diesen Skimmer, um gaussisches Rauschen zu schicken, zufälliges Rauschen auf diese Kanäle. Und wie ihr sehen könnt, das 3G-Symbol ist verschwunden. So that means that now und das bedeutet, wenn ich jetzt anrufe, dass ich rufe in, nicht in 3G. Und ich kann mit einer feindlichen Station ankommen und das mit einem stärkeren Signal das Telefon mit meiner feindlichen Station übernehmen. So, now let's set up our lab. Lass uns ein Labor aufsetzen. Es basiert aus einer was ich möchte, dass das Intercom sich in diese fremde Station einloggt und das kostet nur 500 Euro mit dem ganzen Zeug. Let's set up our Intercom using the best the documentation and our suggestion about the security. Wir können sehen, dass da drei Arten sind, wie man das die Gegensprechanlage einrichten kann. Und das ist mit einem SIM-Card-Reader das Programm rechnen oder mit SMS-Nachrichten oder mit der Manager-Software. The number to contact, maybe it's possible to send commands to edit. Vielleicht ist es möglich, Kommandos zu der Dings zu setzen. In der Dokumentation
ist gesagt, wenn wir die Gegensprechanlage mit SMS ansprechen wollen, müssen wir unser erster Eindruck ist, wenn wir die Commands an das Ding schicken wollen, wenn wir es an einem späteren Zeitpunkt haben, dann können wir andere Nachrichten senden, die Tür öffnen. Und eine gute Idee, wenn man Nachrichten zu der Intercom sendet, dann hat man eine Antwort. Also wenn man zum Beispiel ein Update für eine neue Telefonnummer für den ersten Bewohner eintragen möchte, dann kriegen wir eine Nachricht zurück. Und da sagt dann, hey, es war alles in Ordnung, wir waren in der Lage, die neuen Updates einzufügen. Also, das erste Problem ist, also, welche Hypothesen können wir aufstellen? Wir wissen nicht, wer der Mobiloperator ist. Wir wissen ihre Nummer nicht. Und wir wissen, aber die Befehle können irgendwo gefunden werden, in öffentlicher Kommunikation oder wenn wir Befehle zurück analysieren. Zuallererst müssen wir herausfinden, auf welchen Kanälen das ist. Und dann müssen wir herausfinden, wie wir die Tür öffnen können. In Frankreich gibt es 4 MMC-NCs, das dauert ungefähr 5 Minuten. Und wenn man den Knopf auf der Intercom drückt und sehen, dass der Call abgefangen wurde, dann waren wir erfolgreich. Wenn wir jetzt GSM-Aufzeichnungen benutzen in YARTA BTS, dann sehen wir die Nachrichten in Wireshark und wir sehen, wenn der Knopf gedrückt wurde. Das ist die Call-Setup-Nachricht und in dieser Nachricht sehen wir ein Feld, das die Nummer des Angerufenen beinhaltet. Also, das können wir nun mit dieser Nummer anrufen. So, was als nächstes? Wenn wir jetzt die Administratornummer haben, zum Beispiel dadurch, dass ein Befehl an diese Nummer gesendet wird oder vielleicht in anderer Art und Weise, dass man durch Social Engineering Methodiken, wenn man herausfinden kann, wer dieser Administrator ist und ihn darstellen, dann kann man sehr viele Befehle senden. Und einige Befehle sind sehr interessant. Das eine ist Call AT. Call AT interagiert direkt mit dem Baseband. Also wir können zum Beispiel SMS-Nachrichten empfangen. Und ich habe das mit dem Lincoln bekommen. Ich habe nur eine SMS bekommen und danach war die Intercom komplett kaputt. Also ein bisschen komisch. Aber es funktioniert manchmal. Ihr könnt auch an Türkommunikation zuhören. Wenn man ATS 0 gleich 1 sendet, dann wird die Autoantwort eingestellt. Zum Beispiel, wenn man dieses Feature einstellt, wenn man den Intercom anruft, dann wird die Intercom genau einmal klingeln und dann kann ich sofort mit der Konversation von Leuten vor der Tür zuhören. Ich weiß genau, was in der Nähe der Türkommunikationsstelle passiert. Okay, lasst uns eine Demo machen. Nachdem wir die Intercom in unser Netzwerk gezogen haben. Okay, wie Sie sehen können, hier ist mein GSM-Labor. Wir haben hier die Intercom und hier haben wir das Telefon des Angreifers und hier ist das Blade RF. Hier greife ich die Intercom an und jetzt kann ich die ganze Kommunikation abfangen. Und jetzt hat der erste Bewohner der Knopf für den ersten Bewohner gedrückt, durch ihn klingelt und halte ich auf diese Call-Setup-Nachricht. Und das ist die Telefonnummer, die ich benutzen möchte.
Und jetzt werde ich meine SIM-Karte anstelle der SIM-Karte des Betriebs, der Person, die eigentlich das gehört, austauschen. Das ist jetzt ein Python-Skript, das mit dem Telnet, mit dem YBTS, YTBTS kommuniziert und dort die Informationen neu aufbaut, also Informationen ändert und danach, wenn ich jetzt den Knopf erneut drücke, wird die Intercom versuchen, nicht den echten Anrufer mit dem echten Bewohner zu kommunizieren, sondern mit unserem eigenen Telefon, dem Telefon des Angreifers. Und weil wir gerade nur eine Nummer haben, vermuten wir jetzt mal, dass es die Nummer des Administrators ist und dann können wir alle möglichen Befehle senden. Wenn ich jetzt eine Administrationsnummer habe und die darstellen kann, dann kann ich viele Sachen darüber herausfinden. Also, wenn man jetzt Geld verdienen möchte. Jetzt ein paar Angriffe mit Intercoms, die M2M benutzen, also Machine-to-Machine-Interface. Diese Maschinen benutzen auch Chips, ähnlich wie SIM-Karten, die 10 Jahre lang gültig sind, also 10 Jahre lang Nachrichten senden können. Das Mobilfunknetzwerk, zum Beispiel T-Mobile oder Orange oder hat ein virtuelles Netzwerk, um diese Intercoms zu benutzen. Das heißt, es gibt diese Intercoms, die alle miteinander verbunden sind in einem virtuellen Netzwerk. Und außerdem ist diese Intercom UMTS, also nicht erreichbar. Diese Intercom ist von einem zentralen Server verbunden, das heißt, wir haben weitere Angriffsvektoren. Wir haben den 3G-Downgrade gesehen, aber wir können auch Sicherheitslücken, die benutzt werden können, wenn die aufgrund der SIM-Karte da sind. Aber wir können auch andere Services angreifen, zum Beispiel Web-Services. Jetzt sind Website-Sicherheitslücken. Die Webseite auf dem Server ist nicht nur für eine Intercom, sondern für mehrere, die in diesem Netzwerk verbunden sind. Und weil das eine Webseite ist, gibt es da auch die bekannten Sicherheitslücken. Wir können die einfach brute-forcen oder wir können SQL-Injection benutzen und die ganzen anderen normalen Angriffe. Und wir haben das jetzt mit einem häufig benutzten Produkt in Paris ausprobiert, das ist eine 3G-Intercom, das hat eine M2M-SIM-Karte und wir lassen uns jetzt einfach beim Produkt A nennen. Ich weiß nicht, ob alles jetzt schon gefixt ist. Aber das erste Problem ist die Authentifizierung. Nein, die Notifikation. Produkt A, Webseite, hat kein Passwort, um die Webcom zu benutzen. Das heißt, wenn ich nicht die Nummer der Intercom kenne, kann ich es mit dieser Webseite verändern. Aber wir müssen auch eine gültige Nummer wissen. Aber wir können es einfach ausprobieren. Mit einem sehr schlechten Skript. Damit waren wir in der Lage, 90 Nummern innerhalb von 3 Stunden mit einer spezifischen Präfix herauszufinden. Und damit waren wir in der Lage, nicht nur eine, sondern mehrere Intercoms herauszubekommen. Und das kann zu mehr Geld führen als eine einzelne. Das heißt, wir können nicht nur die Residenznummern Extrakosten Telefonnummern wechseln, und damit können wir reich werden. Aber wir könnten auch die Tür öffnen, aber dafür brauchen wir den Ort. Und um den Ort herauszufinden, vielleicht ist es komplex, vielleicht weniger, ist abhängig davon, ob Leute die Nummer eingetragen haben, und mit dieser Nummer kann man ein Reverse Lookup herausfinden, um die Adresse herauszufinden. Dann kann man zu dieser Adresse gehen und die Tür öffnen. Und dann kann man machen, was man möchte.
Wir haben das jetzt gelöst und bei diesem virtuellen Netzwerk als zweiten Angriffssektor. Wenn wir jetzt diese SIM-Karte benutzen, also eine neue SIM-Karte, dann können wir die virtuellen Netzwerke erreichen, die von dem Betreiber eingerichtet sind. Und bei Produkt A benutzt SIM-Karten, die durch PIN-Codes geschützt sind. Aber wenn man einen SIM-Trace hat, dann kann man sie herausfinden. Wenn man einen SIM-Trace als Proxy zwischen dem Intercom und der SIM-Karte benutzt, und dann kann man die PIN herausfinden. Und dank dem SIM-Code haben wir diese Nummer, und dann können wir die SIM-Karte in unser Handy einfügen. Eventuell kann man die EIMEI verändern. Man kann dann die richtige Access Point Name herausfinden. In der Regel sind die bekannt. Also wenn der Betreiber Orange ist, dann kann man die Dokumente anschauen, die Access Point von Orange benutzen. Und dann hat man gratis Internetverbindung. Aber wenn man Sicherheitsprobleme in diesem virtuellen Netzwerk für die Intercoms finden möchte, dann kann man auch einfach raten. Manchmal benutzen Hersteller ihren Namen in ihrem Access Point Netzwerk. Das ist ein bisschen einfacher, aber wenn man den GPS-Feature benutzt, dann kann man in seiner eigenen Access Point ist, dann versuchen sie, ein spezielles Netzwerk zu erreichen. Und damit kann man auch herausfinden, welche Access Points benutzt werden. Danach kann man mit dem Computer ein bisschen googeln, und dann sieht man, was auf dem Netzwerk ist. Man kann das Netzwerk scannen, man kann Sicherheitslücken suchen oder unsichere Geräte, diese Geräte übernehmen und in die Welt hacken. Außerdem wollten wir uns die SIP als Angriffsfläche anschauen. Wir wissen, dass Produkt A, also Mobilapplikation, Videocalls machen kann. Aber um Videoanrufe zu machen, wollen wir nicht. Aber wir wollen nicht dafür bezahlen, solche Videoanrufe zu machen, weil wir schon dafür bezahlt haben. Also haben wir diese Applikation uns angeschaut und haben festgestellt, dass ein paar sehr schlechte Sicherheitschecks sind. Aber das Interessanteste ist, dass die SIP-Kredenzialen sind schon in der Applikation reingeschrieben. Das heißt, wenn wir einen anderen Service nehmen, können wir vielleicht das benutzen, um jemanden anzurufen. Und zuallererst haben wir uns mit diesem SIP-Server authentifiziert, aber leider war das kein gutes Ergebnis, weil wir konnten nur Beispiel-User benutzen, wie zum Beispiel User oder Root, aber wir können nicht nach draußen anrufen oder auch keine internen anrufen. Vielleicht weil die Nummern, die wir anrufen wollten, geschützt wurden. Vielleicht müssen wir die bessere Option wählen, die teurere Version, um diese Informationen darüber herauszufinden. Aber ich habe eine Frage für euch, und ihr könnt vielleicht später darauf antworten. Weiß irgendjemand, ob es eine valide Erweiterung gibt, ohne dass man alles ausprobieren muss? Es wäre sehr interessant herauszufinden, weil ich versuche, wenn es möglich ist, bitte sagt es mir. So, Empfehlungen. M2M-Netzwerke mit SIM-Karten, in diesem Fall Produkt A, hat eine Liste von gültigen EMS. Es gibt macht einen Pentest gegen die einzelnen Geräte, blockiert SIM-Karten, in diesem Fall wurde das nicht gemacht, also blockiert SIM-Karten, wenn sie komische Sachen machen. Und für mich ist es sehr, sehr nett, aber es ist eine komische Umgebung, dass einer auf einmal Nmap-Skins macht.
Und weiterer mit einer GSM können wir eine Tür öffnen, Leute anrufen auf teuren Zahlen und einfach zuhören. Es gibt viele Intercoms, die Mobiltelefon-Sicherheitsrisiken haben und viele M2M-Intercoms haben extra Angriffsvektoren, die dadurch möglich werden und es gibt viele Sachen, die gemacht werden müssen und weitere Informationen müssen gesammelt werden, wie zum Beispiel eine Lösung für den SIP-Vektor zu finden oder wir müssen Intercom-Basisbänder angreifen, Basebands von den Intercoms angreifen und wir müssen auch unser Labor reduzieren mit etwas mit Odroids oder ähnlichen Geräten benutzbar werden. Aber im Moment muss noch viel Arbeit getan werden. So, gibt es noch weitere Fragen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und während dem Applaus bedanken wir uns auch für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben eine Übersetzung vom C3T-Team gehört. Wir würden uns sehr über Ihren Feedback freuen. Bitte auf Twitter mit dem Hashtag C3T oder an hello@c3lingo oder .org oder @c3lingo auf Twitter. Ihre Übersetzer waren Franz T. und if you could just take your trash with you when you leave or if you don't have trash, just pick the one that's next to you, please. Philipp. In the meantime, aber jetzt geht es weiter mit den Fragen. Regarding the attack vector of downgrading the die Downgrade-Angriffe zum für die gegen die Intercom haben Sie mit unterschiedlichen Radioangriffen es versucht. Haben Sie vielleicht einen ganz einfachen Angriff, zum Beispiel den Intercom mit einer Metallkiste umgeben oder mit nichts da drin, also dem Handy? Es ist möglich, das mit so einem Metall abzudecken. Was wir aber tun wollten, die modernsten Sachen zu benutzen, die modernsten Angriffe zu benutzen, um das zu machen. Mit Störungen. Aber man kann Metallkisten nehmen? Es ist möglich, aber ich weiß nicht, wie man es sagen soll. The material. How thick it is? Yeah, how thick the box has to be. Ich weiß nicht, wie dick die Box sein muss. To isolate, um das Intercom zu isolieren von dem Netzwerk. Also wir müssen noch weitere Experimente machen. Ja, mich interessiert diese Downgrade-Angriffe gegen UMTS, weil wir dachten, dass UMTS ein Problem hat, nicht so einfach gejammt werden kann. Mit einfach nur Noise. Nein, da ist keine spezielle Magie. Ich liste all die Kanäle und dann wähle ich das, was ich stören möchte. Was ich getan habe mit der Liste, ich störe. Ich folge der Liste und störe die dann. That's also it's das ist auch if you, the list of UFCN are large. Wenn die Liste sehr groß ist, like dann habe ich ja nur vier Kanäle, um die zu stören. Aber mit der Liste ist es möglich. Aber wenn die Liste sehr groß ist, dann muss ich zugeben, dass es sehr schwer ist, das zu stören. Yeah. So. I want to ask, ich wollte fragen, gibt es das Bild von der Intercom, die Sie hatten, war das ein Bild von Produkt A? Ja, es war das Bild von Produkt A. Von Produkt A. Danke. Da ist eine Frage aus dem Internet. Hallo?
Hallo, ja, danke. Das Internet möchte wissen, wenn Sie hinter den SIP-Angriff auf die... den SIP-Enumeration-Angriff durchgeführt hast, hast du versucht, Register oder andere Optionen zu benutzen? Nein, das habe ich nicht. Braucht man zwei Software-Defined Radios, um einen zu jammen und die anderen als GSM-Station zu benutzen? Ein RDF ist nicht genug, wenn man die fremdenfeindliche Station aufbauen möchte. Dann braucht man zwei. Und um das stören zu tun, brauchte ich eine zweite. Okay, danke, vielen Dank für den Vortragenden und auch nochmal vielen Dank von uns aus der Übersetzerkabine. Bitte denken Sie